Ja, liebe Vereinsmitglieder, vielen Dank für die Möglichkeit, mich kurz bei Ihnen vorzustellen. Mein Name ist Matthias Pfiffger. Ich bin Professor hier an der Uni für strategisches und werteorientiertes Management. Ich weiß, das hört sich so ein bisschen umständlich an, aber im Wesentlichen geht es dabei um zwei Dinge, von denen ich glaube, dass sie für unseren Verein jetzt und in der Zukunft entscheidend sind. Es geht um Strategie und es geht um Werte. Und genau dazu möchte ich auch meine Kompetenz einbringen, auch weil ich viele Organisationen, darunter auch professionelle Sportvereine, bei der Umsetzung dieser Themen beraten habe. Lassen Sie mich zunächst kurz etwas zum Thema Strategie sagen. Für mich gehören zu einer guten Strategie zwei Dinge. A, ein klares Ziel und B, ein Plan, wie ich dahin komme. Und das Ziel ist für mich in unserem Fall eindeutig, nämlich, dass der Club dauerhaft in der ersten Liga spielt. Dafür brauchen wir eine strategische Planung, die sportliche und wirtschaftliche Aspekte gleichsam berücksichtigt. Und das bringt uns dann auch zu wichtigen Themen wie Stadionneubau, Ausgliederung oder Transferpolitik. Wenn ich dauerhaft in der ersten Liga spielen will, dann brauche ich auch eine Transferpolitik, die entsprechend ausgerichtet ist und die auch darauf abzielt, gute Spieler zu halten. Ansonsten kann ich nicht dauerhaft in der ersten Liga spielen. Dafür brauche ich natürlich auch die notwendigen finanziellen Mittel. Und das gilt auch für den Stadionneubau. Wir brauchen ein neues Stadion, aber wir werden das alleine nicht stemmen können ohne Partner. Vor allem dann nicht, wenn es ein Stadion sein soll, das zu uns passt. Und ich möchte keinen Betonbunker irgendwo 50 Kilometer außerhalb der Stadt an einer Autobahnausfahrt, weil das sind einfach nicht wir. Und das bringt mich zu dem Thema Werte. Ja, der Club hat viele Werte und Besonderheiten, von denen einige gut und einige weniger gut sind. Ja, beispielsweise unser Image, der Club ist ein Depp, ja, das uns zugeschrieben wird, das wir aber auch zum Teil selbst pflegen. Und das sollten wir ablegen. Wir sollten uns nicht immer kleiner machen, als wir sind. Wir verweisen gern auf unsere große Tradition. Das ist gut, das ist richtig, das ist ein Wert, der uns auszeichnet. Ja, nicht umsonst sind wir und kein anderer der Club. Wir neigen aber eben auch dazu, in dieser großen Tradition zu schwelgen, ohne nach vorne zu schauen. Und genau dazu möchte ich beitragen, dass wir mit einem langfristigen Plan anstatt von schauen wir mal in die Zukunft gehen, um langfristig dort zu spielen, wo der Club hingehört, nämlich in die erste Liga. Vielen Dank. Ich bin Thomas Gretlein, 62 Jahre, seit 6 Jahren im Aufsichtsrat des FCN. Gern würde ich dem Gremium weiterhin angehören. Ich stehe für wirtschaftliche Seriosität, ohne das finanzielle Polster, das sich der Club in den vergangenen Jahren zugelegt hat, hätten wir Corona nicht überlebt. Nicht nur wegen der steigenden Infektionszahlen sehen wir uns da vor außerordentlich große Herausforderungen gestellt. Ich werde dafür eintreten, den Einbußen auf der Einkommensseite entsprechend der wirtschaftlichen Notwendigkeiten zu begegnen, ohne dabei unsere Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden. Wir müssen den Gürtel enger schnallen, ohne uns sportlich zu schwächen. Vor 6 Jahren hielt wirtschaftliche Vernunft Einzug im Aufsichtsrat. Sie sollte unser Handeln weiter leiten. Ich stehe für ein professionelles Gremium. Der Aufsichtsrat arbeitet inzwischen so, wie man es von einem solchen Gremium erwartet, sachorientiert und ohne öffentliche Streitigkeiten. Schritt für Schritt haben wir beispielsweise das Reporting des Vorstands verbessert und werden das weiter optimieren. Ich stehe für gute Beziehungen des Vereins zur regionalen Wirtschaft, für seine Verankerung in der Metropolregion und in der Stadtgesellschaft. Schauen Sie sich einfach mal an, wie hochkarätig der Vereinsbeirat inzwischen besetzt ist. Ich stehe dafür ein offenes Ohr für die Fanvertreter und Belange zu haben. Und ich stehe dafür, dass der Verein seinen Sponsoren die Wertschätzung entgegenbringt, die ihnen auch gebührt. Sponsoren sind mehr als Geldgeber, die dafür Marketing und Werbungleistung erhalten. Sie sind wichtige Partner des FCN, mit denen wir uns im wechselseitigen Vertrauen und im ständigen Austausch weiterentwickeln. Ich stehe für eine Stärkung des NLZ und für die Einbindung von verdienten Clubspielern in das Nachwuchsleistungszentrum. Oder glauben Sie etwa, Robert Palikutscher wäre von sich aus kurz nach seinem Amtsantritt auf Michael Wiesinger, Tomasz Galaschek,
Andi Wolf und Dieter Frey gekommen. Ich stehe für eine kontinuierliche Arbeit an der strategischen Ausrichtung unseres Vereins. Sie haben heute bereits erste Überlegungen zum neuen Leitbild des ersten FCN vorgestellt bekommen. Dieser Leitbildprozess muss natürlich noch auf breitere Basis gestellt werden und Fans, Mitarbeiter des Club, Sponsoren und auch den Vereinsbeirat einbinden. Das neue Leitbild soll unser Fundament für die detailliertere strategische Ausrichtung unseres Clubs abgeben. Und das geht nur im Dialog. Ich bitte um Ihre Stimme. Guten Abend, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder. Guten Abend, liebe Klubberer. Mein Name ist Junlip Hagenburg. Ich bin 33 Jahre alt, in Nürnberg geboren und aufgewachsen. Bereits als 7-Jähriger bin ich hier an den Pfalznerweiher gekommen und habe alle Jugendmannschaften des Clubs durchlaufen. Ich bin Jugendnationalspieler geworden und durfte Teil der Pokalsiegermannschaft von 2007 sein. Bereits damals durfte ich das enorme Potenzial unseres Vereins am eigenen Leib miterleben. Aufgrund einer schwerwiegenden Verletzung musste ich meine Karriere leider frühzeitig beenden. Mit 2 weiteren Gesellschaftern ist es mir gelungen, ein Immobilienportfolio mit mehreren 100 Wohneinheiten in der Metropolregion Nürnberg aufzubauen. Ich habe dem Fußball und vor allem dem FCN viel zu verdanken. Deshalb möchte ich dem Club nun etwas zurückgeben. Dem Aufsichtsrat fehlt sportliche Expertise und dem Verein eine einheitliche Philosophie. Der FCN braucht eine einheitliche Philosophie, die von den Jugendmannschaften über die U21 bis zu den Profis gelebt wird. Es ist die Aufgabe des Aufsichtsrats, den Verantwortlichen Leitplanken für eine kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Vereins zu setzen. Diese Leitplanken sind die Identität unseres Vereins, die der Aufsichtsrat im Namen der Mitglieder definiert. Unser Ziel muss es sein, dass diese Identität nicht über Bord geworfen wird, sobald ein neuer Sportvorstand oder Trainer eingestellt wird. Wir sind aktuell wirtschaftlich nicht in der Lage, für teures Geld Spieler einzukaufen. Unser Ziel muss es sein, eigene finanzielle Werte zu schaffen, indem es uns gelingt, hochkarätige Bundesligaspieler zu formen. Als Mitglied des Aufsichtsrats kann ich Sportvorstand und NLZ als Sparringspartner auf Augenhöhe begegnen. Ich kenne das Innenleben sowie die strukturellen Besonderheiten unseres Vereins. Durch meine aktive Karriere habe ich ein großes Netzwerk im deutschen Profifußball, von dem der FCN profitieren kann. Dem Aufsichtsrat fehlt sportliche Expertise und Stallgeruch. Ich weiß, wie es ist, in unserem Verein zum Profi zu reifen. Ich möchte diese Rolle in Zukunft mit Leidenschaft einnehmen, um unser volles Potenzial wieder auszuschöpfen. Deshalb bitte ich um eure Stimme. Vielen Dank, euer Junlip Hagenburg.